Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Helgen. Und ich glaube, ein Bandit müsste sich hier irgendwo noch aufhalten. Vielleicht sogar eine ganze Gruppe. Gerne sind sie ja in Gruppen. Und das lag jetzt nur gerade auf dem Wege. Und wir haben ja vor kurzem schon festgestellt, dass in Helgen mittlerweile Banditen eingezogen sind. Ja, alles sollen wir auch nicht sammeln. Ich dachte, wir sammeln nur unterwegs so ein bisschen Kräuter und Pflanzen und so etwas. Ja, und wir haben gemerkt, dass Banditen also eingezogen sind und dass Helgen Reborn noch nicht dadurch, dass die erst so spät eingezogen sind, noch nicht gestartet ist. Jetzt wollen wir uns um die Banditen kümmern, damit dann beim nächsten Mal vielleicht Helgen Reborn auch starten kann. Das heißt, dann sollten wir hier eine wieder aufgebaute Stadt vorfinden. So stelle ich mir das wenigstens vor. Eine Ratte, oh Mama Mia. Ich rechne hier nicht. Lass uns bloß. Bleib uns vom Leibe. Da sitzt er doch. Zwei. Wir haben seine Frau getötet. Der wird sauer sein. Der wird extrem sauer sein. Jetzt reicht es. Er denkt, das war die Ratte. Hat er sich wieder hingesetzt? Bei Räubern ist es nicht so. Wenn jemand stirbt, dann trauern die da nicht groß rum. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Ach, dann war das aber mit Sicherheit ein einfacher Räuber. Der hatte nichts weiter drauf, meine ich. Dann Bandit. Ja, ach, ganz durch möchte ich jetzt an für sich nicht. Das sollte doch jetzt reichen, oder? Ich glaube nicht, dass hier noch welche sind. Bis zu den Höhlen können wir ja mal gucken. Im Kerker hier unten, na, da wird doch niemand mehr sein. Ihr habt euch eine schlechte Zeit. Oha. Der sieht uns, der sieht uns. Zurück. Nur keine Panik. Ach, die haben hier richtig Bier aufgebaut und so. Leider können wir nichts davon mitnehmen. Schade aber auch. Auf dem Rückweg sammeln wir ein bisschen ein. Ach, hier ist ja sowieso noch so viel Zeug. Ach, ich dachte schon. Der Tornister ist immer noch leer seit der ersten Stunde. Da könnte man doch alles reinschmeißen, was hier unten liegt. Aber das ist ja auch liegen geblieben. Wie gesagt, bis zu den Höhlen gucken wir mal ganz kurz. Und Türen sind sogar noch geöffnet. Und dann geht's wieder raus, zurück. Unsere Hauptaufgabe im Moment ist doch, dass wir unsere Söldnerin wiederbekommen.
Eine tote Spinne und wir bekommen nicht mal den Pfeil zurück. Aha. Banditenanführer noch. Nichts wie weg hier. Rennen. So weit folgen die uns doch niemals, oder? Wenn wir uns hier verstecken. Ach, wir sind jetzt schon versteckt. Spinne. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Halt, halt, halt. Wo bist du? Gut, dass sie das gesagt hat, sonst wäre ich jetzt schon wieder abgehauen, so halbwegs. Banditengesetzloser. Oh nein. Oh, oh, da wo wir hingetroffen haben. Das war aber nicht die feine englische Art. Ich versuche eigentlich immer aufzupassen. Wenn er schon sterben muss, dann da wenigstens nicht hinzuschießen. Aber immer klappt das nicht. Ja, sehr viel mehr tiefer rein wollte ich jetzt gar nicht so ganz durch die Höhle. Dann kommen wir ja in der Nähe von Weißlauf wieder raus. Oh nein, jetzt haben wir irgendwas aufgesammelt hier. Brandpfeile müssten wir irgendwie noch haben. Das würde ich ganz interessant finden. Oh. Hey. Hey, war das schon immer so hier? Es ist aber ein Bandit, ja, nicht, dass wir jetzt schon irgendwelche Verkäufer hier abmurksen oder so. Also ganz ehrlich, so richtig erinnere ich mich jetzt nicht hier an diese Hängebrücke. Ja, hier geht's erst richtig in die Höhlen und das werden wir jetzt nicht machen. Aber wir nehmen noch mit, was wir tragen können, damit wir das draußen so im Versteck lassen. Und das können wir dann vielleicht irgendwann mal nutzen, wenn wir... wenn wir hier einkaufen können. Ja gut, das bringt jetzt nicht so viel, was wir da einsammeln. Es wiegt halt nur, aber wir haben auch noch unsere Vulkanglasschuhe des Ochsen dabei. Moment, was habe ich gesehen? 500 Pfund können wir tragen? Ah ja, okay. Merkwürdige Geräusche gibt's hier.
Das war's dann aber auch schon. Ja gut, dann soll's das auch gewesen sein. Wenn wir halt mehr nicht einsammeln können. Schon zu viel verflixt. Moment, Bekleidung ist bestimmt günstiger wegzuwerfen. Ja, es geht etwas schneller, das wegzuwerfen jetzt. Na also, dann sammeln wir halt nichts mehr ein. Außer den Pfeil hier, wo ist der? Ach, die Ratte. Ratte. Alles ist gut. Wir sind raus aus dem Schlamassel. Ja, und dann behalten wir das mal so ein bisschen im Auge. Wir werden wahrscheinlich ja noch öfter hier dran vorbeikommen. Das ist aber mal hier richtig was wert. Ich dachte schon, da steht ein Pferd. Da ist jemand aufgespießt. Ja, leider sind wir kalt, sehe ich schon. Also packen wir die Sachen jetzt weg, die wir gerade aufgehoben haben, und nehmen uns das Holz wieder raus. Oh nein, das Jägersmesser, das brauchen wir doch. Holz, Holz, Holz. Und bei Waffen waren wir gerade. Nein, bei Waffen, sagte ich doch. Waffen, okay. Kleidung. Das müsste es eigentlich gewesen sein schon. Doch ein bisschen zu schwer sind wir immer noch. 3 Pfund. Was haben wir denn da noch?
Wieder irgendeinen Blödsinn haben wir eingesammelt. Oder haben wir hier noch irgendeine kleinere Waffe? Sowas um die vielleicht 10 Pfund oder so. Ach, Zutaten, Essen und so etwas. Ja. Das ganze Bier, die Äpfel und so. So ein Mehlsack, der wiegt ja auch ordentlich. Aber das kann noch nicht alles sein. Mal sehen, was wir so an Schrott mittragen. Nein, Schrott war es dann auch nicht. Ja, dann müssen wir eben ein bisschen mehr Holz hier lassen, Feuerholz. Machen wir das mal so. Ja. Ach, da könnten wir Zutaten kaufen. Jetzt sollten wir aber erstmal auf den Plan gucken. Auf unsere Karte. Na, welchen Weg müssen wir denn jetzt nehmen? Wir wären auf dem richtigen Weg, denke ich mal. Aber wir sind gerade an so einer Kreuzung. Also wir gucken in die richtige Richtung. Das ist aber ein weiter Weg noch, oder? Moment, wo ist das denn, wo wir hin wollen müssen? Ach so, hier ist Nilheim. Bis nach da müssen wir. Okay. Da durch die Kälte und so weiter. Moment. Iverstadt und bei Iverstadt dann links über den Fluss. Wow. Und da müssen wir sowieso nochmal auf die Karte gucken hier. Vorbei an der Festung Amol. Ja, aber erstmal können wir auf dem Weg bleiben. Der führt uns bis nach Iverstadt, wenn wir links dann gehen, wenn es wärmer wird gleich. Also hinter der Alchemistenhütte. Aber das ist eine total gefährliche Gegend da schon. Naja, jetzt kriegen wir das besser mit. Wo können wir ein Lager oder wo sollten wir ein Lager aufstellen? Wenn wir zu Fuß sind. Ja, nicht nur die Söldnerin will ja abgeholt werden, sondern auch unser Pferd, das da noch steht. Ganz in der Nähe. Ich stelle mir vor, dass das hier ein schöner Platz wäre für ein Zelt. Aber da fällt mir drauf ein, gerade Helmas Tiefe, glaube ich. Wenn das. Nee, Helmas Schande. Da haben wir doch was hingebaut. Ganz schön große Bäume hier, was? Freund oder Feind? Ich hoffe, ihr überfallt uns nicht. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Moment. Meine Wilderei tut doch niemandem weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ja, das stimmt. Und habt ihr was zu verkaufen? Take a look. Ja, die haben die guten Jagdsachen immer dabei, aber schlanker, cyrodiilischer Ebenerzring mit geschliffenem Rubin. Ja, können wir uns gerade nicht leisten? Vielleicht später? Das Geweih, das nehmen wir uns mal, können wir uns nicht leisten, weil wir keine Zaubertränke zum Tauschen haben, deswegen. Ja, Zauber, Säbelzahn, Tiger, Auge, das brauchen wir nicht unbedingt. Oder? Ja, das jagen wir selbst. Feuerholz. Und wir sind sofort überladen. Oh,
Ein Mammutbossstern. Stoßzahn wollte ich sagen. Da können wir doch einen Bogen rausbauen. Ja, danke dann. Also gut. Ja, die hatte doch schöne Sachen dabei. Mammut. Ein Mammutstoßzahn. Ich glaube, in Weißlauf müssen wir auch noch einen abgeben. Und wir vergessen bei unserer Eile hier ganz einzusammeln. Ja, ein bisschen beeilen wir uns ja schon, dass wir da hinkommen. Damit unser Pferd nicht auf einmal weg ist oder die Söldnerin auch noch da ist. Die war nämlich ziemlich gut. Mit ihrem Sturm-Atronachen. Der konnte ja ganz schön austeilen. Ja, da haben wir ein Lager. Da müssen wir jetzt nur noch hinkommen, ohne auf dem Weg dorthin noch zu erfrieren. Schöner Eiszapfen. Und Holz haben wir wahrscheinlich hier hinten hingelegt, ja. Das können wir uns jetzt ja aufsammeln und sparen demnächst. Denn jetzt können wir ja endlich ein Versteck bauen. Aber erstmal ein Feuer. Lagerfeuer errichten, jawohl. Na, ruhig so in der Nähe des Zeltes, dann kann man sich vielleicht so ein bisschen ins Zelt setzen. Brennstoff haben wir, aber keine Holzspäne mehr. Na, wir trocknen wenigstens. Ja, luftgetrocknet sozusagen. Talent selten und schon wieder ein Fortschritt. Da machen wir aber ein größeres Feuerchen hier. Ein knisternes, wollen wir das auch noch machen? Sehr wohltuend, ja, natürlich. Und das prasselnde, so lange wollen wir ja nicht hier bleiben, also kochen müssen wir nicht unbedingt. Ja, wo legen wir denn unser Versteck ab? Wenn das nicht in der Luft hängt, dann wäre ich ja genau hier für diesen Punkt. Mal sehen. Ja. Ja, perfekt. Das sieht doch richtig gut aus. Was wollen wir denn da reintun überhaupt? Holz, dachte ich doch, was wir da gerade so eingesammelt haben. So, 4 Holz. Das sollte schon reichen, wenn wir hier mal vorbeikommen und frieren. Eine Holzschale vielleicht noch. Und Holzspäne, ja klar. Kleinholz, aber klar doch. Ah ja, und dann gucken wir mal, ob wir uns einen Bogen aus dem Mammutstoßzahn hier schnitzen können. Oder brauchen wir dafür vielleicht noch einen Tierknochen oder so etwas. Jetzt haben wir aber zu wenig Versteckmarkierungen dabei. Aber auch da gehen wir ans Lager. Da, wo unser Pferd steht, ist nämlich unser Lager. Und da haben wir, glaube ich, noch 7 Stück drin versteckt. Ja, was machen wir dann noch? Ach so. Ja, richtig. Nein, das auch nicht. Schnitzen. Ich würde ja ganz gerne die Kraft Schnitzen auch hier favorisieren. Nach wie vor. Aber dann wird das Favoritenmenü so unübersichtlich. Wir warten lieber, bis die Mod dafür raus ist. Die Sky UI. Wenn sie denn raus ist. Wenn sie jemals kommen sollte.
Moment, wo ist denn dieser Bogen? Da ist er doch. Ach, wir brauchen einen riesigen Mammutstoßzahn. Oh nein. Wo sollen wir den denn herbekommen? Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht verkauft ihn irgendwann mal jemand. Und wie fühlen wir uns? Unterschlupf brauchen wir. Na, dann setzen wir uns kurz mal hin. Und wie geht's uns jetzt mit dem Unterschlupf? Schwer zu sagen. Laterne, die ist doch eingeschaltet. Ach, hier steht's doch. Belichtung 28%, maximal 0%, Nässe 0%. Dein Zelt wird von dem nahen Lagerfeuer gewärmt. Das ist schön. Das war jetzt ein bisschen sehr kurz. Ja, da werden wir aber schon wärmer. Das sollte für den restlichen Weg reichen. Wir sind dann ja bald in Ivarstadt. Aber ich denke mal, weiter nach Ivarstadt werden wir auch in der nächsten Folge erst kommen. Jetzt bleiben wir erstmal hier noch ein bisschen am Lagerfeuer schön. Dann darf ich mich bedanken. Komm, das Jägerversteck kommt mit aufs Bild. An dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.